wenn nicht alle Menschen geimpft werden, wenn das Virus nicht global besiegt ist, dann ist keiner von uns sicher. Wie wir unsere Partner in Afrika heute bei der akuten Bewältigung der Pandemie und ihrer Folgen unterstützen, das wird unsere Partnerschaft auf Jahre hinaus prägen. Ja, wenn man sich anschaut, die Bundesbankzahlen, was ich da jetzt mal so als sehr verlässliche Datenbasis betrachten würde, die Investitionen sind ja dramatisch zurückgegangen zwischen 2019 und 2020. Was ich halt primär auf Unsicherheit oder das Unsicherheitsempfinden schiebe. Wenn die Grundvoraussetzungen, das heißt im Wesentlichen Aufhebung von Reisebeschränkungen, Aufhebung von oder Reduktion von Kontaktbeschränkungen und insbesondere Impfstoffverfügbarkeit auf dann eigentlich einem recht globalen Level, sobald das gegeben ist, was schwierig gerade ist vorherzusagen, aber das ist so im Prinzip das Startsignal, würde ich sagen. Entscheidend ist die Einsicht, dass auch das Eigeninteresse der Staaten im Norden dazu führen muss, dass wir hier einen fairen Zugang zu Impfstoffen und Behandlungs- und diagnostischen Methoden für die Länder, zum Beispiel Afrikas, aber auch Südamerikas, leisten.